Hier gibt es jetzt brillante Schnäppchen, hol dir Gegenstände. Und zwar kosten die, also normalerweise kosten die ja Geld oder Münzen oder Diamanten, meine ich. Jetzt kosten sie plötzlich Papier. Gut, hier, die Bank, die kann ich. Ja, gut. Blöderweise steht dir jetzt nicht bei, oder? Was passiert? Chance. Ach so, man bekommt entsprechende Prozentzahlen. Ja, also für Papier kann man die holen. Das wäre jetzt natürlich interessant. Steht hier was? Nee, man kann es nur kaufen. Es ist jetzt halt nicht genau definiert, wie das funktioniert. Ich meine, wenn ich jetzt auf dem Tierwesen sparen würde, würde ich es ja machen, aber ich spare gerade nicht auf dem Tierwesen. Und vor allem, das hier, jetzt 200 Münzen waren übrigens kostenfrei. Ah, und in 13 Stunden bekomme ich erneut 200 Münzen. Und dann ist das hier wahrscheinlich auch so, dass ich, das ist unbegrenzt, und hier steht, ein Tag, ich muss immer einen Tag warten, und es, also, ich bekomme dann 6 Tage lang, immer einen Tag lang 5 Münzen. Hier muss ich 2 Tage warten und bekomme dann, also insgesamt 30 blaue Bücher. Hier bekomme ich insgesamt 30, ja gut, okay, aber ich spare ja gar nicht auf Notizbuch und soweit ich weiß. Nein, 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 mein Vater steht nicht in Dumbledores Büro. Nein, 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 mein Vater wartet doch in den 3 Besen auf mich. Falsches Bild. Oh, wie soll ich denn jetzt noch, ich habe aber keinen freigeschaltet. Den haben wir denn da? Nach Ränge sofort griffen. Ja, ich wollte eh gerade nach Hogsmeade, das passt ja dann. Oh, und ja gut, den Energiebus nehme ich natürlich auch gerne. Dankeschön. Ja, dann schauen wir doch mal, was Vater so will. Hallo, Sie sind nicht mein Vater. Was muss man hier tun, um etwas zu trinken zu bekommen? Wieso, vor Ihnen steht ein volles Glas, beschweren Sie sich mal nicht. Also echt mal. Warum bekomme ich einfach nie genug Butterbier? Vor Ihnen steht auch ein... Warum beschweren sich denn die Leute hier alle? Sie haben alle volle Biere vor sich... Ne, der hat kein Bier, der darf sich beschweren. Eines Tages werde ich die 3 Besen finden. Achso. Ach, egal, dann. Vielleicht hat der schon ein Butterbier zu viel. Gehen wir jetzt an den Tisch, wo noch ein leeres Glas von den Vollblöden steht. Ja, toll. Ja, komm, Rosmette, pack das mal weg. Weg damit! Da, hier, wir sind Neukunden. Wollen jetzt bestellen? Da steht noch ein leeres Glas. Wieso räumt ihr das denn nicht mal weg? Ja. Hallo, meine Lieben. Und Ihnen auch einen guten Tag, Madame. Wie heißen Sie? Oh. Rosmerta. Oh, da verliebt sich gerade jemand in meinen Vater. Wie zauberhaft. Ich glaube, das bedeutet Versorgerin. Vater. Caudi, das ist dein Vater? Ja, Rosmerta, das ist... Peregrine, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Würden Sie uns mit 2 Butterbier versorgen? Für Sie? Selbstverständlich. Professor Dumbledore sieht gut aus. Es ist immer schön, ihn zu sehen. Warum bist du in deinem Büro aufgetaucht? Ich dachte, es wäre vielleicht eine nette Überraschung. Außerdem wollte ich mit dir reden und niemand sollte denken, ich würde dich... Was? Mich entführen? Touché. Ich hätte Professor Dumbledore von dir erzählen können. Das hättest du tun können. Aber dann hätten wir jetzt nicht diese Gelegenheit, uns zu unterhalten. Hast du dir keine Sorgen gemacht? Ich? Natürlich nicht. Ich habe darauf vertraut, dass du die richtige Entscheidung triffst. Du handelst erst, wenn du weißt, was Wahrheit und Fiktion ist, im Gegensatz zu Jacob, der seine Gefühle noch nie im Griff hatte. Dann lass uns zum wahren Grund kommen, der uns hergeführt hat. Hast du schon darüber nachgedacht, was du nach dem Schulabschluss machen wirst? Das ist der wahre Grund, aus dem wir hier sind? Natürlich. Ich habe Professor Dumbledore gesagt, dass wir über deine Zukunft reden. Nun, ich habe ein paar Praktika außerhalb der Schule absolviert. Magische Strafverfolgung, St. Mungo, magische Unfälle und das Katastrophen, das Aurorenprogramm. Unglaublich, dass du all das mitgemacht hast und trotzdem noch Zeit für deine Schulaufgaben hattest. Oh ja, ich hatte echt Zeit für meine Schulaufgaben. Ich habe dir auch immer schön brav in die Videos gepackt, wie sich das gehört. Und dann erst die Abteilung für magische Geschöpfe. Ich hatte eine Begegnung mit einer Wampuskatze. Liz hat sie Tim genannt. Tim? Nee, die ist auch anders. Die ist anders. Tut mir leid, wenn ich angebe. Ich weiß, dass es peinlich ist. Ich bin nur so stolz auf dich, weil du dir Gedanken über deine Zukunft machst. Du bist genau wie deine Mutter. Sie denkt auch immer voraus. Danke, Vater. Das weiß ich zu schätzen. Gern geschehen, Cody. Ich wünschte, manches wäre anders verlaufen, was unsere Familie angeht. Aber ich bin so froh, dass wir jetzt etwas davon nachholen können. Und da wir schon hier sind und uns unterhalten und du noch nicht in einem Jacob-ähnlichen Wutanfall davongestürmt bist, frage ich mich... Hast du noch einmal darüber nachgedacht, ob du eher beitreten willst? Ich hatte noch nicht wirklich viel Zeit für mich. Und ich weiß immer noch nicht, was genau ihr erreichen wollt. Das ist eines der wenigen Themen, bei denen ich vorausdenke. Ich erkläre es dir gerne. Damit sollte die Entscheidung viel leichter fallen. Also, okay, das dauert jetzt auch länger.
Das klingt nach einer wichtigen Unterhaltung. Das Butterbier kann warten. Nein, Rosmerta? Ist das jetzt der richtige Moment, um euch das Butterbier zu bringen? Ja, Rosmerta? Bitte? Das klingt... Rosmerta, ich will jetzt das Butterbier. Rosmerta, ich will das Butterbier. Rosmerta, Butterbier, ey. Was soll das? Rosmerta, umdrehen! Ach, also echt mal. Hoffentlich hat mein Vater eine einleuchtende Erklärung. Ragpick hat auf eigene Faust gehandelt und unseren Namen geschädigt. Bestimmte Mitglieder des Ministeriums müssen von ihren Posten entfernt werden. Es gibt Dinge, die ich dir nicht erzählen kann. Du musst mir einfach vertrauen. Wenn wir Erfolg haben, wird die Welt der Zauberer ein besserer Ort sein. Wir versuchen, diese Verschwörung aufzudecken. Okay. Wir müssen im Verborgenen bleiben, weil wir nicht wissen, wie weit diese Verschwörung reicht. Im Zaubereiministerium hat sich nämlich eine Verschwörung entwickelt. Hoffentlich hat mein Vater eine... hättest du mir das doch nur alles viel früher gesagt. Warum teilt ihr eure Erkenntnisse nicht jemandem mit? Warum greift er zu so extremen Mitteln wie etwa Entführungen? Das ist so verwirrend, aber ergibt es so langsam Sinn, was mein Vater sagt. Wenn mein Vater war die Wahrheit, was er angeht, sind sie wirklich die Guten? Ich weiß es nicht. So, komme ich jetzt das Butterbier von Rosmerta? Rosmerta, ich will mein Butterbier. Rosmerta, Butterbier her jetzt. Ich will. Das ist doch hier... Das ist Folter, oder? Das ist Folter, was Rosmerta hier betreibt. Die steht da. Das Butterbier wird schal in ihren Händen. Und sie müsste sich doch nur umdrehen und es uns geben. Aber bis sie es uns dann gibt, ist es sowas von schal. Ich will jetzt das Butterbier von Rosmerta haben, aber sofort. Das gibt aber eine saftige Beschwerde bei, wie heißen die? Yalp. Yalp, heißt das Yalp? Wo man Beschwerden schreiben kann? Das gibt eine saftige Beschwerde auf Yalp, aber sowas von. Rosmerta. Komm schon. Mensch. Bringst du uns jetzt endlich mal das Butterbier? Cody, wir haben es mit einer großen Verschwörung zu tun. Sie bereitet sich im Zaubereiministerium aus. Wir müssen im Verborgenen arbeiten, weil wir nicht wissen, bis auf welche Ebene sie reicht. Wir wollen unseren Einfluss nutzen, um bestimmte korrupte Ministeriumsbeamte zu ersetzen. Das hört sich nicht nach dem Ministerium an, das ich kenne. Als ich dort mein Praktikum hatte, sind mir keine Anzeichen einer Verschwörung aufgefallen. Vielleicht nicht gleich erkennbar, aber wenn du etwas gründlicher nachdenkst, dann fällt dir vielleicht etwas ein. Nun, jemand hat mir vor der Verhandlung vor dem Zaubergamor ein Verita-Serum eingeflößt. Hinterlistige Schlangen, allesamt. Ich kann es nicht glauben, dass das Ministerium so etwas mit meinem... Können Sie vielleicht aufhören, um uns herumzuschlagen und mich in Ruhe mit meinem Sohn reden lassen? Ach komm schon, oh Mann, ey. Das Butterbier auf dem Boden. So viel dazu, dass wir eine schöne Zeit erleben. Da steht immer noch das Glas von den Leuten, die vor uns hier saßen. Es tut mir leid, ich kann einfach nur nicht glauben, dass sie dir so etwas antun würden, meinem eigenen Sohn. Verstehst du jetzt, warum die Mission von ihr so wichtig ist? Das kann ich dir nicht einfach so glauben, ich brauche Beweise. Das verstehe ich voll und ganz. Er hat alle Beweise, die du brauchst. Wir haben weiterhin viel zu besprechen. Ich weiß, dass du noch unentschlossen bist, was er angeht, aber hoffentlich wird die Sache so langsam klarer. Lass uns spazieren gehen, ich wollte dir auch etwas anderes erzählen. Ich wollte ein Butterbier. Das ist voll unfair. Ich bekomme kein Butterbier. Muss ich jetzt die Folge beenden? Und was habe ich denn hier? Ich wollte letztens Eistee kommen. Pfirsicheistee soll. Ich meine, ich schön leckeren, kalten Pfirsicheistee. Und dann bin ich nach Hause, habe mir eine Flasche aus dem... Ich meine, beim Rewe gibt es das hier in den Sixpacks mit den 1,5 Liter Flaschen. Hab mir eine Flasche genommen, habe sie geschüttelt, aufgemacht und gemerkt, Scheiße. Ich habe mich im Ton vergriffen, aus dem Farbton. Ich habe was anderes genommen, was denselben Farbton hatte. Und zwar hier, von der Rewe-Marke, der Cola-Mix. Sollte man nicht schütteln, bevor man so aufmacht. Gut, und vor allem, ist das kein Eis? Gut, kann ich auch in den Kühlschrank stellen, aber... Es ist weder Eistee noch Butterbier. Naja. Was soll ich sagen? Koffein. Wenn ich wach bleibe. Denn heute kommt noch Kanu zu mir, dass ich das Headset mal angucken will. Aber wahrscheinlich wird die Lösung ja nur sein, ich meine, es geht ja nicht an. Also ich meine, so weit reichen seine magischen Kräfte jetzt auch nicht. Das Einzige, was sein kann, ist, dass ich ein Garantie-Ding da mache. Kann ja nicht sein. Naja, ich sag ihm mal alle wieder. Tschüss, over and out.